Ja, ganz zufrieden sind wir natürlich nicht, weil wir das Spiel nicht so im Griff gehabt haben, teilweise wie wir es wollten. Auch glaube ich, Anfang der zweiten Halbzeit ein paar zu viele Chancen zugelassen haben, selber die Chancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt haben, wo wir, denke ich, hätten schon in Führung gehen können. Aber wir haben uns dann zusammengerissen in der Pause, haben das angesprochen, was nicht so gut war. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht und auch die Tore auch so rausgespielt und auch schöne Tore rausgespielt und auch verdient über 90 Minuten gewonnen. Auch wirklich auf den Punkt einfach da bist, gell? Ja, ich versuch's. Also für das trainieren wir ja. Ich versuche mich auch mental so vorzubereiten, als ob ich spielen würde. Natürlich ist es immer leichter gesagt als getan. Aber ja, es ist definitiv leichter, wenn man von Anfang an spielen kann, als wie gegen Bremen, wenn man dann auf einmal in der Halbzeit eingewechselt wird. Aber ich nehme natürlich alles, was kommt, weil ich meiner Rolle bewusst bin und möchte natürlich helfen, wenn ich auf dem Platz stehe. Wie hast du das 1-0 eigentlich gemacht? 1-1, Entschuldigung. 1-1. Ja, du weißt ja, dass ich sehr gut im Kopfballspiel bin. Da habe ich antizipiert, dass der Ball da kommt, bin super abgesprungen und habe den abgelenkt. Also kennst du es ja nicht anders von mir. Ich mache viele Kopfballtore im Training. So habe ich dann das Tor gemacht und habe der Mannschaft hoffentlich da nochmal einen Schub gegeben. Warum Feierei mit den Fans war gut, oder? Danke, ja, war sensationell. Also so ein Derby zu gewinnen ist schon was Besonderes und bedeutet den Fans natürlich nochmal ein bisschen mehr als gegen andere Mannschaften. Von dem her ist doch alles perfekt. Auch Glückwunsch an Pavo, weil Pavo hat auch ein super Spiel gemacht und hat... Ja, das ist unsere Mannschaft, jeder ist da füreinander und das ist das Wichtigste. Und das 2-1, wie war das am Donnerstag im Training noch? Ja, da bin ich, das war so, bin ich alleine auf dem Torwart gelaufen, da habe ich mit Ferse, habe ich da einen Kuhn angeschossen, das war noch so, aber du weißt ja, man kann aus Fehlern lernen, das habe ich heute gemacht und habe ihn reingemacht, also von dem her kann man mir nicht viel vorwerfen, oder? Sehr gut. Und jetzt stehen heiße Wochen an, Leipzig, Frankfurt und dann gucken wir dann vielleicht mal auf die Tabelle. Jetzt noch nicht, oder? Definitiv nicht. Danke.